Und sonst weiß ich nur, dass ich Autos mag. Ich gebe den letzten Euro her für einen Jaguar E. Ich fahr auf 57er Chevys. Ich fahr auf Golf GTI. Sieh ich ein Auto und wenn nur ein kleines, bin ich ganz happy und will gar nichts anderes mehr haben. Wie ihr seht, es warten noch genug Modelle auf uns und freut euch darauf, was jetzt in Teil 2 alles auf euch zukommt. Dieser 1946 erzeugte Chevy Truck wurde natürlich als Lieferwagen verwendet. Sogenannte Flaschenpost. Wenn man nämlich genau nach hinten schaut, was da geladen ist. Der Chevy Pickup wurde übrigens auch als Fahrzeug in der TV-Serie MacGyver eingesetzt. Dieses flammenverzierte, man kann ruhig sagen Monstrum von Auto, ist ein Chevrolet Bel Air. Nur ein Mittelklasse-Pkw, sollte man sich vorstellen, was war dann die Oberklasse? Produziert von 1953 bis 1975. Und man sollte es nicht glauben, die letzten Exemplare hatten einen 7,4 Liter Ottomotor und das ergab satte 270 PS. Ich fahr auf 57er Chevys, ich fahr auf laute Gitarren. Ja, so klang Ostbahn-Kurti. Und das titelgebende Modell aus der Chevrolet-Serie ist jener hier. Der wurde natürlich auch als Rennwagen eingesetzt in der Stingray-Serie. I love you for your pink Cadillac, pink Cadillac. Ja, so dürfte Elvis Presleys Mama vielleicht gesungen haben, als er ihr einen von dieser Art als Geschenk überreichte. Und zwar ein Cadillac Fleetwood 60 Special von 1955. Und das war dann wohl die absolute Luxuslimousine aus der General Motors Corporation. Größenvergleich angebracht, oder? Vorne haben wir einen Ford Mustang, unser nächstes Auto, und hinten einen, den Pink Cadillac. Ja, und der Mustang aus der Ford Corporation wird seit 1964 erzeugt. Absolute Nummer 1 bei den Sportcoupés nach dem Thunderbird. Bis 1993, als der Ford Mustang letztmalig in dieser Form erzeugt wurde, gingen immerhin 6,5 Millionen dieses Luxusfahrzeuges über den Ladentisch. Hier mal kurz eine Erklärung, was ein Roadster ist. Ein Roadster in der Modellbezeichnung ist ein Sportcabrio ohne Dach oder klappbares Verdeck. Und hier haben wir einen Roadster namens Triumph Spitfire, also Feuerspucker auf Deutsch gesagt, und der wurde von 1962 bis 80 von der Leyland, eine britische Motor Company, in verschiedenen Versionen gebaut. Der Name kommt von einem Jagdflugzeug, nämlich dem Supermarine Spitfire. Durch die Leichtbauweise wog das Fahrzeug nur 735 Kilogramm und hatte im Gegensatz zu den Steckfenstern der anderen damaligen Roadster voll versenkbare Kurbelfenster. Dieses wirklich wunderbare, formschöne Auto ist ein Bugatti Typ 57, heißt aber nicht, dass er 1957 gebaut wurde, denn dieses Fahrzeug wurde zwischen 1936 und 1938 erbaut, allerdings nur 4 Stück insgesamt. Der Name stammt von der ersten Überquerung des Südatlantiks im Jahr 1933. Naja, nicht ganz unähnlich in der Form zum vorigen Fahrzeug, also auch schön geschwungen nach hinten, aber einige Jährchen jünger natürlich. Und zwar gebaut zwischen 1947 und 1965 ist dieser Volvo. Der schwedische Wagen erhielt aufgrund seiner Form den Spitznamen Buckel-Volvo. Wille, sagte der Name Donald Mitchell Healy etwas?
sagt dir dann mal schon was. Austin Helis Breit, genannt das Froschauge. Wegen der? Weil er wegen der aufgesetzten Scheinwerfer. Und wir schauen jetzt einmal in diesen Motor hinein. Und da ist interessant, dass die Motorhaube komplett geklappt wird. Also eigentlich die ganze Vorderfront. Ein Rolls-Royce Silver Cloud 3 Flying Spur. Ein Fahrzeug, das interessanterweise in Leiterrahmenbauweise erzeugt wurde. Und zwar zwischen 1955 und 1966. Interessant ist hier vor allem die 4-Scheinwerfer-Anordnung. Kommen wir zu diesem Citroën, eines der bekanntesten französischen Modelle, das hier erzeugt wurde, der DS. Ein tiefliegendes Fahrzeug und durch die Aussprache des Wortes, der Abkürzung DS, also DS, ist das französische Wort für Göttin. War also einer der Spitznamen dieses Fahrzeuges Göttin. Der zweite Spitzname, der eigentlich so gar nichts mit einer Göttin zu tun hat, war Hai. Und zwar, wenn man den Wagen von vorne ansieht, dann erinnert er tatsächlich an dieses gefräßige Meeresraubtier. Etwas kleiner als der DS war der Citroën 2CV. Die Aufforderung an Konstrukteur André Lefebvre durch Citroën-Direktor Pierre-Jules Boulanger lautete nämlich angeblich: Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bietet, mindestens 60 km/h schnell ist und dabei nur 3 Liter Benzin auf 100 km verbraucht. Außerdem soll es selbst schlechteste Wegstrecken bewältigen können und so einfach zu bedienen sein, dass selbst ein Fahranfänger problemlos mit ihm zurechtkommt. Es muss ausgesprochen gut gefedert sein, sodass ein Korb voll mit Eiern eine Fahrt über holprige Feldwege unbeschadet übersteht. Und schließlich muss das neue Auto wesentlich billiger sein als unser Traction Avant. Auf das Aussehen des Wagens kommt es dabei überhaupt nicht an. Als in den 90er Jahren ungefähr diese Charleston-Ente mit der eleganten Bordeaux-rot-schwarzen Lackierung herauskam, wäre ich eigentlich beinahe schwach geworden und hätte mir eine gekauft. Bleiben wir in Frankreich, aber zum Konkurrenten Renault. Und zwar haben wir hier ein 4CV Cabrio. Die Verkaufszahlen waren allerdings ganz miserabel und daher wurde das Modell rasch wieder eingestellt. Weil es eben so wenige davon gab, ist es dafür bei Sammlern sehr beliebt. Da hinten ist der Benzineinfüllstutzen, wo das Zeichen ist. Interessant. Kommt keiner drauf, der wusste es nicht was. Und innen im Motorraum war rechts das Wasser zum Einfüllen. Ja, und ist oft verwechselt worden. Mein erstes Auto, 2000 Schilling hat es gekostet, ramponiert rundherum, Rost, super elegant, aber gefahren. Verrätst du uns noch den Namen des Fahrzeuges? Kapitän. Opel Kapitän. Hier sehen wir zwei der berühmtesten Porsche-Modelle, die jemals erzeugt wurden. Der 356er ist das erste Serienmodell von Porsche gewesen. Von 1948 bis 1965 wurden über 76.000 Wagen davon gebaut. Und wie eigentlich fast alle Porsche-Typen war auch der 356er natürlich als Rennwagen im Einsatz, so wie dieses Modell hier, wobei hier natürlich noch besticht Eva Perón, die berühmte argentinische Politikerin. Das Fahrwerk basiert übrigens auf dem des VW-Käfers und es ist nur ein Vierzylindermotor. Ja, und der 911er, auch kurz 911er genannt, ist dann der Nachfolger des 356ers und wohl der bekannteste Porsche-Typ überhaupt. Der Motor war diesmal schon mit 6 Zylindern versehen
und natürlich deutlich leistungsstärker als beim 356er. Der von 1934 bis 1939 erzeugte Mercedes 500K war natürlich das Paradefahrzeug aller deutschen Reichspolitiker und musste allerdings ab 1942 in gepanzerter Ausführung erzeugt werden. Ja, so offenherzig habe ich diesen Mercedes 300 SL präsentiert, um euch die Türen einmal entsprechend vor Augen zu führen. Es sind nämlich die berühmten Flügeltüren, deswegen der Spitzname Gullwing. Und unter der Motorhaube des Gullwing arbeiteten 6 Zylinder in Reihe. Und das reichte auch natürlich, um den 300 SL in Rennsportereignissen einzusetzen. Der BMW 328 war also ein Sportwagen, offener Zweisitzer und der beliebteste oder Traumsportwagen seiner Zeit. Ein Kuriosum, Lederriemen über die Motorhaube, um diese festzuhalten. Das sind zwei Reservesitze für Camping. Genauer gesagt, Willi, ist das ein BMW 502. Wurde ab 1952 bis 1964 gebaut und hat einen ganz bezaubernden Spitznamen gehabt, nämlich Barockengel, wegen seiner geschwungenen Forme. Hat schon eine tolle Form, dieses Fahrzeug, oder? Er gilt auch nicht ganz zu Unrecht als Ikone des Automobildesigns, der BMW 507. Allerdings der Preis des Fahrzeuges um damalige 26.500 D-Mark war das, was ein durchschnittlicher deutscher Arbeitnehmer damals in 5,5 Jahren erarbeiten musste. Mit dem Audi 100 war also 1968 der Startschuss zur Erfolgsserie der Audi-Modelle in der oberen Mittelklasse, die ja letztlich dann in der Entwicklung des Audi Quattro gipfelten. Und insgesamt bis 1976, also in nur 8 Jahren, über 800.000 Mal verkauft. Teil 2 und noch immer nicht vorbei. Freut euch auf Teil 3.